Dieser mysteriöse Mann kann Goldmünzen produzieren, wann immer er Schmerzen hat. Ein Junge namens Justin findet einen mysteriösen Mann in seinem Koffer, dessen ganzer Körper verdreht war. Der Mann bittet Justin, ihm aus dem Koffer zu helfen. Er beginnt, den Mann am Fuß zu ziehen, während er vor Schmerzen schreit. Plötzlich kommt eine Goldmünze aus seinem Mund. Der Mann erklärt Justin, dass sein Körper verflucht wurde und jetzt Gold produzieren kann, wann er Schmerzen hat. Der Mann schläft ein. Nachdem er das erzählt hat, schließt Justin den Koffer und geht auch schlafen. Am nächsten Morgen nimmt er die Münze und geht zum Pfandleiher. Der Broker sagt ihm, dass diese Münze aus der Zeit von Abdul Amanakoy II. Stammt, der nach dem Ersten Weltkrieg starb. Als Justin nach Hause kommt, sieht er zwei seiner Freunde neben dem Koffer stehen. Beide denken, dass Justin ein Serienmörder ist und die Leichenteile von einem Mann im Koffer versteckt hat. Das Mädchen beginnt am Fuß des Mannes zu ziehen. Der Mann schreit wieder vor Schmerzen und eine Goldmünze springt aus seinem Mund.